Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ein bisschen improvisiert, es heilt auch noch sehr. Ich bin in meiner neuen Wohnung, wie ihr seht. Und ich wollte euch aber ein Action-Haul zeigen. Ich bin völlig nass geschwitzt, aber wir machen das jetzt trotzdem, ne? Real life und so. Also es gibt ein riesen Action-Haul für euch. Bleibt dran und entschuldigt das Aussehen und die Tonqualität. Ja, ich war wie gesagt bei Action und habe ganz viel für die neue Wohnung eingekauft. Weniger für mich selber zum Vergnügen, sondern wirklich für die Wohnung. Und ich führe euch da einmal durch. Ja, irgendwann höre ich hoffentlich dann auch auf zu schwitzen. Ich muss die ganze Zeit Sachen hin und her tragen, deshalb. Als erstes habe ich 4 Stück von diesen Lampen hier geholt für den Balkon, damit der auf jeden Fall schön beleuchtet ist. Das sind halt so Solarleuchten. Irgendwo sind auch noch die anderen 2. Dann habe ich 2 Bettlaken geholt, einmal weiße und einmal graues für mein Bett denn. Die sind 1,80 x 2 Meter und ich brauche halt wieder Bettlaken. Dann habe ich einmal Topfuntersetzer mitgenommen. Die braucht man auch immer mal, ne, damit man keine heißen Töpfe irgendwo draufstellt. Ihr kennt das Spiel bestimmt. Ich versuche schon mal ein bisschen zu sortieren, nach wo das hinkommt. Dann habe ich 2 von diesen Melaninen, glaube ich, ist das. 2 Melaninschalen mitgenommen. Ich dachte, die kann man ganz gut nutzen. Ja, ist Melanin. Wenn man zum Beispiel Salat macht oder sowas oder Melone schneidet oder ich weiß nicht, aber auf jeden Fall finde ich die ganz süß und die durften dann 2 mit in 2 verschiedenen Designs. Dann habe ich 2 Waschlappen mitgenommen, diese hier in so ein Türkisblau, keine Ahnung, was das für eine Farbe ist, es ist auf jeden Fall ein Blau. Die muss ich dann noch waschen. Dann habe ich einmal Klarsichtfolie mitgenommen und Alufolie. Und dann habe ich einen Topf mitgenommen, weil ich habe keine Töpfe und keine Pfannen. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich habe ja vorher mit meinem Partner zusammen gewohnt und jetzt halt nicht mehr. Und deswegen brauche ich ein paar Dinge, weil ich kann mir auch nicht alles wegnehmen. Dann habe ich eine Pflanze geholt. Eine Plastikpflanze, weil was anderes überlebt einfach nicht in meinem Haushalt. Dann habe ich einmal so Türhänger Garderoben geholt. Die muss ich leider wieder umtauschen, weil die passen über keine von meinen Türen leider. Deshalb kann ich sie leider nicht gebrauchen. Das muss dann wieder umgetauscht werden. Dann habe ich nochmal einen Topf. Dann habe ich einmal eine Fußmatte mitgenommen, einfach so eine schlichte schwarze. Ich dachte, die tut es auf jeden Fall. Ich mag ja schwarz, deswegen darf die meine Haustür schmücken. So, dann habe ich einmal einen Mülleimer fürs Badezimmer geholt, so einen kleinen silbernen einfach, weil ja, braucht man ja und gerade als Frau braucht man einen Mülleimer im Badezimmer. Ich glaube, alle Frauen wissen wofür. Und dann brauchte ich auch wieder einen Wasserkocher, da habe ich einen schwarzen von Tefal genommen. Ihr merkt, ich mag schwarz. Dann habe ich einmal hier einen Toilettenpapierhalter geholt. Das ist so einer. Den brauche ich aber tatsächlich auch nicht, weil ich habe schon Toilettenpapierhalter, habe ich gar nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Deswegen wird das auch umgetauscht oder zurückgebracht. Dann habe ich einmal eine Klobürste geholt, auch in schwarz. Dann habe ich 2 Pfannen geholt. Eine hier von Tefal und eine Wokpfanne. Ja. Das reicht, glaube ich, erstmal für den Anfang. Und dann habe ich 2 Pizzateller mir noch geholt. Ja. So, weiter geht's. Dann habe ich einmal Gästehandtücher geholt. Solche, auch in der gleichen Farbe. Das sind dann halt so Handwaschhandtücher. Also Handwaschhandtücher, ihr wisst schon, was ich meine, oder? Diese Handtücher, die halt für die Hände neben dem Waschbecken sind. Genau, habe ich auch einmal, nee, 2-mal, 3-mal, 4-mal, weiß ich nicht, geholt. Da habe ich 2 von diesen kleineren Handtüchern geholt, für Haare und Gesicht, beziehungsweise für Haare habe ich diese Haarturbane, aber fürs Gesicht. Ja, dann habe ich noch einen Pürierstab geholt, auch in schwarz. Ja, ich habe keinen Pürierstab mehr.
Dann habe ich noch einmal schwarze Kleiderbügel geholt. Die kann man nie genug haben. Niemals. Dann habe ich einmal... Nee, das ist nicht meins. Das ist von meiner Freundin. Dann habe ich nochmal hier diese kleinen Handtücher, kleineren Handtücher. So, dann habe ich einen Toaster geholt. Ich zeige euch den Toaster gleich, ich kriege den gerade noch nicht raus. Hier habe ich einmal so Deko-Holzrahmen geholt, die man vielleicht hier im Wohnzimmer hinten an die Wand machen könnte oder dann an meinen neuen Video-Hintergrund, das muss ich noch gucken. Aber auf jeden Fall diese, da kann man gut mit spielen als Deko-Element. Ja, dann wie gesagt der Toaster, wenn die ganzen Sachen nichts taugen, dann ist das halt so, aber naja. Nee. So oft benutze ich den Toaster jetzt auch nicht, weil ich mag kein getoastetes Toast. Also eigentlich weiß ich gar nicht, wofür ich einen Toaster brauche. Doch, für diese Toasties, ne? Also die esse ich schon, aber sonst... Ich esse kein getoastetes Toast, mag ich nicht. Ist das Toast sehr amerikanisch, ungetoastet. Und da habe ich noch eine letzte Tüte. Da sind die anderen zwei Lampen. Das ist ja noch das andere Haken-Ding, was ich auch umtauschen muss. Dann habe ich ein Dual Wireless Charger, also so ein Ladegerät zum Auflegen, geholt. Ja, ich brauche ja für Schlafzimmer und dann vielleicht fürs Wohnzimmer irgendwie was. Deswegen habe ich auf jeden Fall nochmal so ein Ding mitgenommen. Dann habe ich einmal Zipperbeutel. Kann man in der Küche auch immer gebrauchen. Ein Dosenöffner, zwei Topflappen, einmal Geschirrhandtücher. Habe ich das noch einmal mitgenommen? Ja, habe ich noch einmal mitgenommen. Und dann einmal so, oh Gott, das wäre einmal eine Küchenrollenhalter. Dann habe ich zweimal so ein Besteckset mitgenommen, damit ich überhaupt irgendwas habe. Und so einmal so Schubladeneinlegedinger. Da muss ich gucken, ob die passen. Aber ich denke schon, deshalb, ja. Ihr Lieben, und das war's mit meinem Action Haul. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn die Qualität und mein Aussehen jetzt nicht so förderlich waren. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn das so ist, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und folgt mir auch gerne für mehr Content aus der neuen Wohnung. Ja, ihr Lieben, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.